Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir kriegen hier gerade so absolut die Hucke voll. Der Kirchenstaat haut hier voll rein. Ja, das ist cool. Vielleicht hauen die sich gegenseitig jetzt die Fresse ein. Dann hätten wir sogar ein bisschen Ruhe. Nee, der will natürlich zu uns hier runter und das ist gar nicht nett. Die machen hier einen kompletten Durchmarsch, oder was? Oh, shit. Wollen wir kapitulieren? Nein, wir kapitulieren natürlich nicht. Jetzt müssen wir in den Kampf, werden keine Chance haben, konnten denen aber 65 Einheiten vernichten. Ja, wir haben leider die Kontrolle über diese Provinz verloren. Ja, das ist sehr ärgerlich. Wo der hin will, kann ich mir jetzt schon fast denken. Das ist auch nicht so besonders gut. Ich würde sagen, wir sorgen da schon mal ein wenig vor. Wo will der eigentlich hin? Obwohl, halt. Stehen bleiben. Oh, jetzt sind wir hier direkt im Gefecht. Das will ich ja gar nicht. Oh. Ich glaube, wir haben uns hier gerade... Eieiei, der will hier hoch. Gut, wir gucken mal gleich. Die Armee ist natürlich total für die Füße. Vielleicht gut, noch einen General zu holen. Der geborene Reiter, kaltblütig unter Beschuss. Ja, dann werden wir dich mal hier einsetzen. So, dann haben wir da zumindest schon mal einen General dabei. Ja, wir sollten definitiv gucken, dass wir uns ein wenig verstärken. So, also ich glaube, wir kriegen hier ansonsten massive Probleme. So, eins der Probleme liegt jetzt hier gerade vor uns. Da wird fleißig rekrutiert. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, wie es bei Napoleon im Hauptstädtchen da unten aussieht. Ja, würde sagen, der hat ja schon mal eine ganz gute Armee wieder beisammen. Werden wir mit denen auch gleich mal aufbrechen. Denn wir haben hier einiges, was wir jetzt retten müssen. Kann mal gucken, wie weit gehen wir da am besten. Am besten so Richtung Mailand hoch. Gucken, ja, Mailand ist erstmal gut. Oder wir können auch erstmal hier in den Bereich gehen. So, dann müssen wir mal hier unten gucken. In Genua können wir ja auch entsprechend noch Einheiten rekrutieren. Dass wir da auch ein bisschen aufgerüstet haben. Denn, wie gesagt, wir kriegen hier ein kleines Problem. So, hier wird schon fleißig rekrutiert. Die Einheiten sind da. So, was ich jetzt am liebsten ja machen würde, wäre den hier gerade kaputt hauen. Gucken, kriegen wir den hin? Nee, das schaffen wir nicht. Okay, jetzt lassen wir erstmal uns überraschen, was die Herrschaft mit uns vorhaben. Jetzt gehen die natürlich runter. Das war so klar. Ablenkungsmanöver. Wo willst du hin? Okay. Die wollen sich wohl unter sich bekämpfen. Also hier geht es momentan ganz schön zur Sache. Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig jetzt... was machen die da? Ah, der geht jetzt auf mich zu. Ich bin ja begeistert. Wie groß oder wie stark bist du? Rückzug geht sowieso nicht. Ja, toll. Dann ist diese Einheit auch gleich hinüber. Nein, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, ich finde das cool. Wir waren sowas von dicke in der Unterzahl, fast 1:3 und haben den klar besiegt. Renn nicht zu weit weg, mein Freund. Ich möchte dich ganz zu Ende bringen. Aber auf der anderen Seite, es bleibt nicht mehr von unserer Flagge viel übrig. So, das heißt, wir müssen... Ach shit, jetzt kommen wir auch nicht mehr darunter. Also wir müssen definitiv gucken, dass wir irgendwo in unsere eigenen Gefilde kommen. Und zwar schnellstmöglich, dass wir uns hier wieder etwas erholen. Der Weg wird durch einen anderen Charakter versperrt. Ach nee. Wie komme ich denn jetzt da wieder hin? Boah, das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Da oben sind mal so leichte Beute. Dann verdrück du dich mal hier rüber. So, der Napoleon müsste auch irgendwo auf dem Weg sein. Hallo, Nappi? Ach, da unten stehst du hier. Was machst du denn da, mein Freund? Ja, dann geh erstmal hier rein. Dann können wir da nämlich vielleicht gleichzeitig ein bisschen aufrüsten. So, hier läuft die Rekrutierung hoffentlich noch. Nee, da läuft nichts mehr, das ist schlecht. Das heißt, wir werden aber da auf alle Fälle erstmal rekrutieren. Da können wir auch noch ein paar rekrutieren. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt erstmal hier gucken, dass wir in die Puschen kommen. So, hier läuft noch ein bisschen Rekrutierung, aber noch nicht so ganz perfekt. So, dann sind wir hier soweit durch. Hier werden wir belagert.
Und das ist gar nicht gut. Da müssen wir hoffen, dass der Napoleon relativ zügig hier beikommt. Der sitzt jetzt hier unten. Aber von unten können wir nicht angreifen. Also müssen wir dann in der nächsten Runde oben entlang laufen. Puh, das wird richtig schwierig. So, hier ist die Chance, naja, nicht so besonders. Wir haben natürlich verloren. Na, was denn sonst? Und die nächste. Oh, Mist, Mist, Mist. Kommt, dann haut ihr euch doch mal selbst ein bisschen hier die Ohren voll. Ja, ich weiß, dass das leider nicht so läuft, wie ich das gerne hätte im Moment. So. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt gucken, dass wir uns hier verstärken. Diese Sache gehört jetzt nicht mehr uns. Der Knabe hier, der müsste mal ganz dringend irgendwo hin, wo wir uns sozusagen ganz in Ruhe regenerieren können. So, hier die Rekrutierung läuft, das ist schön. Ansonsten da oben läuft es auch, da bauen wir uns auch aus. Wie sieht es denn alles andere hier aus? Da tut sich noch gar nichts. Das heißt, da werden wir auch gleich mal ein paar Einheiten starten. Und hier werden wir den Napoleon mal aktivieren. Der hat ja hier schon mal eine richtig gute Armee. Ah, dieses einzelne Geklicke ist ja nervig, ne? So, die und die. Und ich würde sagen, ihr geht mal hier erstmal in Richtung Mailand. Und während das dann läuft, können wir hier unten gleich die nächsten Einheiten rekrutieren. Ja, das sieht okay aus. Die Rekrutierung läuft, das passt. So, Alessandria läuft auch die Rekrutierung. Der Knabe hier wird sich jetzt ein bisschen nach vorne bewegen. So, und wir hoffen, dass wir mit der Armee noch einigermaßen gescheit, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Runden kommen. Aber ich glaube, das sieht ganz übel aus. Der wird uns jetzt wahrscheinlich auch noch dezimieren. Weiß zwar noch nicht so genau, wo der hinläuft. Aber okay, so, wo läufst du hin? Oh, der will gleich die nächste Stadt angreifen. Da glaube ich jetzt nicht hier, oder? Das glaube ich doch alles nicht. Na, kommt noch einer an. Der ist aber ziemlich klein. Okay, da könnte man Glück haben. Gucken, greift er uns an? Ja, der greift uns an. Okay. Oh, der hat aber einen Arsch voll Einheiten. So, mal gucken, ob wir den Rückzug antreten können, wie weit wir damit kommen. Ja, ich glaube, das wird uns nicht reichen. So, damit haben wir die nächste Einheit verloren. Es wird langsam wirklich brenzlig. Ja, dann werden wir auch mal hier das Ganze entsprechend, ja, leider aufgeben. So, aber ich gebe nicht auf. Ich werde jetzt gucken, dass wir hier wieder entsprechend Oberwasser gewinnen. Mit jeder Runde kriegen wir neue Einheiten dazu, das ist gut. Und wir müssen definitiv gucken, dass wir hier uns verstärken. Tja, das ist echt eklig. So eine Situation gönne ich keinem, außer meinem Feind vielleicht, ja. So, bin gerade überlegen. Mit dem sind wir ganz gut ausgerüstet. Der geht aber erstmal hier rein. So, hier oben gucken wir auch gleich, wie es mit der Rekrutierung aussieht. Da ist gar nichts im Moment los. Also auf alle Fälle gleich hier auch mal Vollgas geben. So, dann brauchen wir hier die Rekrutierung. Da müssen wir auch noch ein bisschen verstärken. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir stärker werden. Das bisschen, was wir da so haben, das bringt uns nicht viel. Da unten, die haben wir, glaube ich, schon in der Rekrutierung. Da legen wir aber auch noch mal ein bisschen nach. So, denn Angriff ist erstmal jetzt absolut tödlich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns hier ein bisschen entwickeln, bevor wir hier ganz die Hucke voll kriegen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich jetzt cool, wenn wir die Chance hätten, einen dieser Armeen, die bewegt sogar in unsere Richtung, das ist gut, dass wir die vielleicht klein kriegen. Aber die verbünden sich schon wieder zu einer größeren Armee. Da befürchte ich schon wieder Arges. Wenn die drei. Okay, der läuft zurück. Aber da oben sind jetzt zwei große Armeen. Oder zwei halbgroße, die jetzt sich gut entwickeln. Und die sehen wir nicht. Die sind im Wald. Das ist ganz schlecht. So, Rekrutierungsbericht ging gut voran. General verfügbar. Jawohl. Das ist auch gut. Wenn wir hier gleich mal gucken unter der
Rekrutierung kann man auch gleich wieder ein bisschen aufrüsten. Wir brauchen, wie gesagt, auf alle Fälle auch gleich erfahrene Einheiten. Und mal gucken, Nationalgarde, Miliz, Chasseur, die haben eigentlich ganz gute Kräfte. Das passt soweit. Okidoki. Ja. So, dann gehen wir wieder mal zu unserem Problemfall hier. Puh, ja, ich bin momentan ein bisschen wortkarg, weil ich gar nicht hier so richtig weiß, wo ich jetzt anfangen soll. Also am liebsten würde ich jetzt sofort zum Gegenangriff blasen, aber ich weiß nicht, ob wir da in anderen Bereichen schon stark genug dafür sind. Wie sieht's hier mit der Armee aus? Da haben wir einen General drin. Hier haben wir noch keinen General. Da sollten wir uns mal einen holen. Hauch von Elan. Na, Kavallerie brauchen wir da nicht. Artillerie haben wir da auch nicht. Was ist das auch? Na gut, dann nehmen wir uns mal den General hier mit rein. Dass der dort die Truppe unterstützt, dann sieht das auch schon mal etwas besser aus. Mit General ist ja immer besser. So, und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier langsam wieder unsere Ländereien zurückkriegen. Aber wir müssen aufpassen, denn hier drüben haben wir Besuch. Und diesen Besuch mag ich gar nicht. Deswegen werden wir hier gucken, aus Mailand die Armee. Die werden wir mal mit mobilisieren, dass wir da Rückhalt haben. Und würde sagen, die stellen wir auch mal hier hin. Denn da ist definitiv irgendwas im Busch. Und da will ich auch gucken, dass wir da keine Probleme kriegen. So, die Rekrutierung läuft ja noch. Das ist gut. Das heißt, wir lassen mal die Runde laufen. So, und hier kommen jetzt die nächsten Einheiten. Und da kann es jetzt sein, dass wir richtig die Hucke voll kriegen. Ich hoffe, dass wir gut ausgestellt sind. Wir gucken jetzt mal, wie stark die sind. Ja, Belagerung ist egal. So, Rekrutierungsbericht sieht gut aus. Tja, der hat einen Haufen Einheiten. Linieninfanterie. Gut, die sind natürlich unheimlich gut ausgerüstet. Puh, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Was haben wir hier in Armeen? Zwei Stück noch mit dabei. Die, würde ich sagen, stellen wir gleich mal zur Verstärkung mit ab. Dass die dann noch mit dazukommen. Oui, monsieur. So, der hat schon einen General drin. Damit sind die auch etwas verstärkt. Was haben wir hier eigentlich? Lombardische, leichte Infanterie. Gut, so. Puh, ja, liebe Freunde, raten und warten. Hier verstärken wir uns so langsam. Das passt soweit. Den Napoleon haben wir oben. Jede Armee, die füllt sich auch so langsam ein bisschen. Da füllt sich soweit. Mailand ist soweit auch klar. Hier müssen wir nochmal gucken, ob wir da auch noch was machen können. Da sollten wir auch noch ein paar Einheiten rekrutieren. Und was wir hier die ganze Zeit total vergessen haben, wir haben doch hier hinten noch entsprechend unsere, ja, 6 Pfünder Fußartillerie. Jetzt gucken wir mal gerade Moral 4, Moral 3, da ist die Moral deutlich höher. Nahkampfverteidigung, Präzision 72, 75, also die ist definitiv besser. Das heißt, wir hauen hier auch auf alle Fälle mal ein paar von diesen Einheiten drauf. Werden da mal gucken, dass wir da entsprechend auch noch ein bisschen aufstocken. So, hier sieht es gut aus. Das passt soweit alles. Nura haben wir, wie gesagt, die Rekrutierung auch gestartet. Das Industriezentrum ist cool. Rekrutierung hier läuft. Da werden wir gerade belagert. Ich weiß nur nicht, wollen wir uns den jetzt schon versuchen anzugreifen oder noch eine Runde warten? Wir warten mal noch eine Runde. Bis jetzt hat sich da ja noch nichts getan. So, wie sieht's hier bei uns aus? Da sieht's richtig gut aus. Hier sind jetzt auch wieder zwei dazugekommen. Die will ich auf alle Fälle hier noch mit zu dem dazu nehmen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal langsam den Angriff. Denn nicht, dass die uns hier ganz kaputt walzen. Die sind natürlich super ausgerüstet. Ich hoffe, dass das passt. So, wir probieren es mal mit dieser Show. Dass wir erstmal die etwas schwächeren vorschicken. Damit die Belagerung da endlich mal aufhört. Sonst haben wir nämlich die Stadt auch noch gleich verloren. 1700 und wir haben über 3000. Das sollte doch gehen. Niederlage. Ich krieg einen Föhn. Ich krieg ja einen Föhn. Wir haben verloren. Ach du heilige Scheiße. Wir haben doch so dick in Überzahl gearbeitet. Ja, das wird jetzt ganz böse.
Nein, wir kapitulieren noch nicht. Oh Mann. Also was? Diese Linieninfanterie, die muss übel sein. Absolut übel. Ich glaube, wir kriegen hier massiv ein Problem. Die überrennen uns gerade so ein bisschen. Das finde ich gar nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. So, wie sieht es hier aus? Die brauchen noch eine Runde. Ja, also das ist natürlich ganz übel. So, wenn wir auch. Aber mit der Miliz kommen wir nicht weit. Wir brauchen stärkere Einheiten. Viel, viel, viel stärkere Einheiten. Nochmal die Runde starten. So, jetzt haben wir den eigentlichen Kampf. Ah gut, dann ist klar, was die hier für Elise-Soldaten haben. Da haben wir gar keine Chance. Können höchstens gucken, dass wir die noch ein bisschen dezimieren. Die haben nur 51 Verluste von über 1000 und sind immer noch voll ausgerüstet. Also im Moment haben wir da ein ganz dickes Problem. Und zwar ein richtig dickes Problem. Die überrennen uns sowas von, das glaubt man gar nicht. Das ist absolut schlecht. Das ist absolut schlecht. Das heißt, die Armee lasse ich komplett voll, so wie sie ist, dort drin. Werden wir noch ein bisschen aufstocken mit dem, was geht. Wir müssen uns unbedingt noch ein bisschen verstärken. Das klappt ja mal so gar nicht. Vor allem, wir müssen auch gucken, dass wir hier richtig ins große Geschäft kommen, langsam mal. So, wir werden auch hier entsprechend ein bisschen was zusammenbauen. Okay, dass wir wirklich alles hier ausnutzen, was geht mit der Rekrutierung. Auch wenn es nur wieder Milizen sind, aber egal. Wir brauchen dicke, große Einheiten. So, das sieht gut aus hier von der Armee. Da können wir auch gleich noch ein paar nachholen. So, und ja, auf alle Fälle schon welche, die schon Erfahrung haben. Das ist gut. Ich denke mal, so langsam kriegen wir dann vielleicht eine Basis hin, dass wir nicht gleich so zusammengewalzt werden. Puh, das ist echt mies. Das ist echt mies. So, jetzt haben wir schon wieder zwei Provinzen verloren und die kommen richtig dick in die Puschen. Jetzt ist schon fast die Überlegung, ob wir einen Angriff hintenrum starten, aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr so dick rum. Von hier oben könnten wir uns Mantua wiederholen, aber das ist mit Venedig. Venedig ist auch sehr stark. Wir sollten uns jetzt erstmal auf einen Gegner konzentrieren. Vielleicht gucken, dass wir Parma wiederholen. Da gehen wir die nächste Folge mal ran. Mal gucken, ob wir damit Erfolg haben. In diesem Sinn sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.